Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Regel Nummer 1 im China-Restaurant. Es geht immer der ans Telefon, der am wenigsten versteht. Ich habe eine neue Geschäftsidee. Ich produziere jetzt Holzdildos. Meine Firma heißt Astrein. 2 mal 9 ist auch 18. Manfred, 49, argumentiert gerade vor Gericht. Gestern in der Stadt meine Ex getroffen. Sie mit Mann und Kind, ich mit Rentiermütze und betrunken. Hab gewonnen, würde ich sagen. Warum brauchen Frauen keine Uhr? Weil im Herd schon einer eingebaut ist. Immer, wenn ich ans Telefon gehe. Zentrum der Macht, Sie sprechen mit Gott. Ich liebe Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt diese blinkenden Rentiergeweihe tragen. Da muss ich nicht lange rätseln, ob es Idioten sind oder nicht. Ich brauche bis morgen 2 Kilogramm Uran, 3 Yetis und 4 leere Klopapierrollen. Seit wann weißt du das? Seit 2 Wochen. Schulkinder, immer. Ich weiß, ich bin kein Zauberer, aber ich würde dich gerne mal in der Kiste zerlegen. Baumhäuser sind so brutal. Ich habe gerade deinen Bruder abgeschlachtet. Hier, halt mal. Ich plädiere dazu, Schneemänner ab sofort nur noch Schneepersonen zu nennen, bis sie sich ihr Geschlecht selbst ausgesucht haben. Was versteht man unter einer Turbine? Gar nichts, sie sind zu laut. Wenn man sich bei Amazon vor der Klausur noch einen Strick bestellen möchte, kleiner Tipp, die ohne Bewertung sind am besten. Hi, mein Name ist Dennis und mein Hobby ist Tennis. Sie? Ernsthaft? Ja. Nein, ich bin Rex und mein Hobby kannst du dir sicher denken. Meine letzte Beziehung zerbrach aufgrund unserer unterschiedlichen Sternzeichen. Ich bin Schütze und sie ist eine Fotze. Wusstet ihr, dass Dönerpapier genormt ist? Nennt sich Dön A4. Guck mal, das Hintergrundbild. Das ist Rick! Ja, das ist so geil! Lehrer, denkt daran, es gibt keine dummen Fragen. Woher wissen Menschen mit Glatze, wie weit sie ihr Gesicht waschen müssen? Weisheit von meinem Vater. Lieber 5 Minuten geschämt, als 3 Stunden geputzt. Der Anti-Stressball tropft. Das ist eine Mandarine. Kennt ihr noch diese Radiosender, die früher immer Musik für alte Leute gespielt haben? Die machen mittlerweile echt ganz gute Musik. Halt, Moment. Gott gab den Menschen Intelligenz. Ausnahmen bekamen die Regel. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.